Moin. Geht's euch gut? Also euch geht's gar nicht, okay. Das ist auch interessant. Ich bin ein bisschen müde. Wir waren gestern mit einigen von den anderen Slimmern noch auf einem Weinfest. Da musste man sehr viel Wein trinken oder sich Scherben in die Hand hauen und dann ins Krankenhaus fahren. Das war toll. Naja, als Slimmer wird man ganz oft Dinge gefragt. Sowas wie, warum liegen da Schamhaare im Waschbecken in der Backstage-Toilette? Oder kann man davon leben? Oder auch, bist du vor deinen Texten eigentlich nervös? Und ja, ich bin eigentlich immer vor meinen Texten nervös. Also so Knie zittern und Hände beben ein bisschen und Mund ist trocken. Aber dann komme ich auf die Bühne und stehe wieder vor irgendwelchen Menschen und möchte erstmal, dass die mich nett finden. Ist ja, glaube ich, auch relativ normal. Jeder möchte irgendwo gemocht werden. Das Problem daran ist, dass mich das schon wieder nervös macht. Also das gemocht werden wollen. Und wenn ich nervös bin, dann werde ich schüchtern. Und schüchtern bin ich sowieso schon viel zu oft. Zum Beispiel, wenn es um eine Frau geht, die mich interessiert, dann bin ich richtig schüchtern. Also jetzt nicht so normal schüchtern, sondern todesschüchtern. Dann bin ich so, ich kriege kein gerades Wort mehr raus und mein Intellekt schrumpft auf den eines durchschnittlichen Donald Trump-Wählers schüchtern. Beziehungsweise ich zitter am ganzen Körper wie Espenlaub und werde so rot wie Uli Hoeneß beim Kacken schüchtern. Ich bin einfach ein so schüchterner Mensch, ich traue mich bei Tinder nicht nach rechts zu wischen, denn die Frau könnte ja mitbekommen, dass ich sie gut finde. So schüchtern bin ich. Na, ich denke, das gibt euch ein Bild davon. Das Problem ist jetzt, dass ich auf starke Frauen stehe. Also auf genau den Typ Frau, bei dem Schüchternheit so richtig gut ankommt. Nein, das war gelogen. Also dass das das Problem ist. Dass das tatsächliche Problem ist, dass ich gerade starke Frauen gesagt habe und keinen von uns hat es gestört. Aber ja, ich stehe auf starke Frauen. Ich stehe nur nicht drauf, dass wir sie starke Frauen nennen. Denn wenn wir Stärke im Zusammenhang mit Frauen permanent betonen müssen, was sagt das dann über das Stereotyp von Frau aus, das in unseren Köpfen wohnt? Das ist genau das Gleiche wie mit diesem ewig gestrigen Mythos vom echten Kerl. Diesem testosterongeladenen Tier von Mann, das Fußball glotzend und Grillfleisch in sich reinstopfend, 7 Umzugskisten voller Bücher durch die Gegend trägt, während er 3 Frauen sexuell befriedigt und den Müll nicht runterbringt. Ja, ihr kichert, aber das sind doch unsere Rollenbilder. Und die reichen von: Du bist aus dem Holz, aus dem die Träume gebaut werden. Ja, mein Sohn, auch du kannst Astronaut werden. Zu. Und du musst einfach nur nicht hässlich sein. Schätzelein, du wirst stets meine Prinzessin sein. Wie? Keine Prinzessin. Bankkauffrau. Bitte, Jonathan, leg die Barbie weg, das ist Mädchenspielzeug. Bankkauffrau. Mädchen. Merkst du das selbst? Eine Frau, die was auf sich hält, befasst sich nicht mit Geld. Am besten gleich noch Jobs und Kinder kriegen. Schatz, die Wirtschaft wird sich nicht für dich verbiegen. Lern doch was Richtiges wie bügeln und nähen. Gott hat dich absichtlich mit Hügeln versehen und das zu nur einem, zu genau einem Zweck. Jonathan, jetzt leg die Scheiß-Barbie weg. Maus, du hast Talent. Talent, Leben zu schenken. Du sollst hübsch und schön still sein, nicht reden und denken. Und wenn du das richtig machst, dann hoffst du nicht vergebens auf den Mann deiner Träume und den Tag deines Lebens. Denn seien wir doch mal ehrlich, was ist eine Frau in unserer Gesellschaft schon ohne einen Mann? Nicht umsonst heißt es doch, der schönste Tag im Leben einer Frau ist ihr Hochzeitstag. Ist schon geil, dass 2000 und mehr Jahre Patriarchat in unseren Köpfen für ein Chaos angerichtet haben, oder? Der schönste Tag im Leben einer Frau ist ihre Hochzeit. Mhm.
ist die Botschaft einfach, dass ich sehr müde bin. Und dass dieser Text jetzt gerade sein Ende gefunden hat an dieser Stelle. Ich habe ein Buch dabei. Hier vorne sitzt der Künstler, der das illustriert hat, das könnt ihr da vorne kaufen. Es kostet gar nicht so viel, kauft dann auf jeden Fall CDs von Bye Bye. Ich denke, für den 12. Text war das auch genau das, was man erwarten kann. Ich mache jetzt noch einen Vierzeiler, damit ich mir nicht ganz so stumpf dabei vorkomme. Der Vierzeiler heißt Ordnung muss sein. Er behandelt unser wunderschönes Land und geht so, eigentlich mache ich jetzt hier die Merkel-Raute und ihr würdet lachen, aber das geht nicht, weil ich ein Mikrofon in der Hand habe. Weil die Deutschen saufen lieben, trinken sie den ganzen Tag. Danach steigen sie ins Auto, weil der Deutsche Autos mag. Weil die Deutschen Ordnung lieben, stehen sie auch nachts bei Rot. Wollen sie dann bei Grün nach drüben, fährt sie ein Besoffener tot. Vielen Dank fürs Zuhören, es tut mir sehr leid.